Diesen Job, zumindest mit 12 Jahren, hätte jeder gern. Spieleentwickler. Melanie Faulhaber und Florian Meierhofer sind Spieleredakteure beim Wiener Traditionsunternehmen Piatnik. Ihre Aufgabe? Gute Ideen erkennen, daran feilen und auf den Markt bringen. Und jedes neue Spiel testen. Ich habe keine Puzzle. Ja, richtig. Wow, nicht schlecht. Etwa 1000 Ideen von Autoren, Agenturen und Erfindern bekommen die Spielredakteure im Jahr zugesendet. Die Spiele, die sie heute ausprobieren, haben grundsätzlich Potenzial. Bei diesem geht es darum herauszufinden, wie ehrlich die Mitspieler sind. Und dann gibt es einen Rater, der jetzt einmal startet. Ich esse meine gezupften Augenbrauen. Mm. Ja oder nein? Also jetzt esse ich nicht gerade wenig habe, also ist die Frage, ob ich sie überhaupt zupfe. Ach so. Stimmt. Ich glaub's nicht, dass ihr das macht. Mhm, du tippst auf beide, ja. Ja, macht's mal. Super, zwei Punkte Belohnungskarten. Aber man könnte rein theoretisch auch lügen, oder? Also ich könnte es einfach das sagen. Das wollte ich gerade sagen, ja. Weil wenn man sich schämt, dann sagt man ja nicht die Wahrheit. Weil ich möchte dir eigentlich nicht die Punkte schenken. Ja. Und du hättest einfach gesagt, okay, ich esse meine gezupften Augenbrauen. Und, voll. Lüge. Ja. Und du kannst es nicht beweisen. Nein, das... Das ist vielleicht ein bisschen ein Problem bei dem Spiel. Aushebeln. Es liegt noch viel Arbeit vor den beiden, damit dieses Spiel auf den Markt kommen kann. Dabei geht es nicht nur darum, Schwächen im Spielaufbau zu finden. Es muss Spaß machen. Der Wiederspielreiz muss gegeben sein. Das ist so der Hauptpunkt eigentlich. Es muss oder es soll kommunikativ sein. Weil wenn jeder nur für sich dann so hinspielt und oder wartet, bis man drankommt und eigentlich keine Interaktion stattfindet, ist es furchtbar langweilig. Und dann ist man nur froh, wenn die Partie vorbei ist. Und genau das soll es halt nicht geben. Piatnik steht für Spaß. Man hat so viel gesehen, es ist schon schwierig, den Überblick zu behalten, aber man versucht natürlich immer recht neutral an die Sache heranzugehen. Und jedes Spiel zielt halt auf eine andere Zielgruppe ab. Und das muss man immer im Hinterkopf bewahren, dass man... Ja, das richtige Produkt findet für die richtige, zur richtigen Zeit, für die richtige Gruppe. Dieter Strehl ist der oberste Spielemacher bei Piatnik. Das letzte Wort hat er, wenn es darum geht, ein Spiel herauszubringen oder nicht. Meistens haben wir eigentlich die gleichen Einschätzungen. Und wenn das Spiel bei den Testgruppen gut ankommt auch sonst keine Gründe dagegen sprechen, weil es zu teuer ist oder weil es zu komplex ist in den Bestandteilen, dann mische ich mich da gar nicht sehr ein. Und ein Spiel wird auch in sich immer schöner, je erfolgreicher es wird. Es beginnt quasi zu leuchten. Österreich ist ein Land der Spieler. Vor allem das Kartenspiel ist in vielen geselligen Runden nicht wegzudenken. Der Wiener Spieleverlag Piatnik ist seit Jahrzehnten eine feste Größe auf dem internationalen Spielemarkt. Seit 200 Jahren gibt es das Unternehmen und ist von Beginn an fest in Familienhand. Mit handgemalten Spielkarten fing alles an. Mittlerweile sind Brettspiele die großen Verkaufsschlager und werden von Wien aus in über 72 Länder auf der ganzen Welt exportiert. Analoge Spiele erleben gerade eine neue Renaissance. Und sind gefragt wie nie zuvor. Piatniks Bestseller ist nach wie vor Activity, das mittlerweile auch schon 30 Jahre alt ist und sich vom ersten Entwurf gewaltig unterscheidet. Ja, Activity hat eine ganz überraschende Entwicklung genommen, weil unser langjähriger Übersetzer ins Englische zu einem Termin, wo es um eine Broschüre gegangen ist, gekommen ist und eine Schachtel, eine weiße, mitgehabt hat und gesagt hat, wir haben jetzt ein Spiel erfunden. Wir wohnen jetzt mit Freunden in der Steiermark und dort ist es so langweilig, dass wir uns gedacht haben, wir müssen jetzt ein neues Spiel erfinden, weil die alten Spiele haben uns auch nicht mehr begeistert. Und ich war sehr skeptisch. Ich meine, ich war ganz jung, wenige Jahre im Unternehmen und habe mir gedacht, was ist das Komisches? Es ist der damalige Firmenchef und Onkel von Dieter Strehl, der das Potenzial des Spiels erkennt, bei dem es darum geht, in Teams Begriffe zu erraten.
In 14 Ländern ist es erschienen und über 10 Millionen Mal verkauft worden. Produziert werden alle Spiele seit jeher in Wien. Es herrscht Termin- und Entwicklungsdruck, denn durch die Corona-Krise haben die Menschen ihre Leidenschaft für Spiele made in Austria wiederentdeckt. Ich muss die Spiele, die wir neu herausbringen, mir vor jeder Messe beibringen. Habe zu Hause mit meiner Familie Opfer, die noch immer bereit sind, das zu tun. Was manche überrascht ist, dass ich mit Freunden auch noch spiele, Kartenspiele eigentlich meistens, und da auch noch viel Freude dran habe.